Herzlich willkommen zurück zu Dying Light. Mein neuer treuer Gefährte, Swiss Tracker Happy, ist wieder dabei, der mich in der letzten Folge in der Nacht unterstützt hat. Ja, hallo zusammen. Und wir müssen jetzt diesen kleinen Bengel Rahim da rausholen, weil er meinte, er kann das besser als wir. Er wollte irgendein Nachtjägernest oder sowas, glaube ich, in die Luft sprengen. Ist das denn ein Feuerwehrmann? Oh ja. Hast du den schon mal gesehen? Nee. Auch nicht. So, jetzt kannst du zum Beispiel das Bewährungsstahlstab da aufheben. Ich hab's mal ausprobiert. Aber wenn du den einmal verwendest, das zieht ja gleich, wie gesagt, einmal komplett deine Ausdauer ab. Mist. Ja, ich auch. Also der Todesstoß ist aber auch Gold wert. Hast du den schon? Wenn der Gegner am Boden liegt und ist betäubt, dann kannst du E drücken und dann trittst du ihm quasi im Kopf weg. Ja, den hab ich, ja. Sport man ein bisschen aus dann. Ja. Ja Gott, wo kommen denn die alle her? Da ist irgendein Kotzer. Ah, einer von denen hätte mich vorhin fast kaputt gemacht, wenn ich mal leise ein bisschen rumgelaufen bin, hey. Das habe ich noch nie gesehen. Ich bin auf dem Zug laufen. Und dann hat der wirklich so die Kotze gespammt. Also. Ziemlich viel los hier gerade, hä? Wahrscheinlich werde ich am Rumballern bin. Also, das lass uns mal weitergehen. Ja.
kann man meine Erfahrung jetzt mittlerweile, zwei Handwaffen sind relativ scheiße. Wieso? Ja, ich hab da so eine. So eine Zweihand. Ja, so eine. So eine Pickaxe. So eine. Mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Das gibt's ja nicht. Spitzhacke. Eine Spitzhacke, genau, das war das Wort, ja. Und die ist einfach nur beschissen. Die ist so langsam. Oh nein, das ist gar nicht gut. Oh Scheiße, was ist da los? Durchsuchen Sie die Leichen. Sieht nach Infizierten aus. Rahim, wo zur Hölle bist du? Recken, ich bin's. Auf der Überführung sind nur Leichen. Keine Spur von Rahim. Mist, wo könnte er hin sein? Ich riet ihm, sich im Zugdepot zu verstecken. Finde ihn, verstanden? Hoffentlich ist der Kerl noch am Leben. Weißt du, jetzt mal angenommen, du bist in der Zombie-Apokalypse und bist so ein kleiner Hosenscheißer wie der. Was denkst du dir eigentlich dabei, dass du dann meinst, du musst jetzt so einen Ticken markieren? Ja, ist jetzt der Zugdepot. Ja, ich hab gemeint, das wäre das Zugdepot jetzt so groß. Aber anscheinend nicht. Nein! Verdammt nochmal! Ich hab's gerade gesehen. Aha, da ist noch ein Zugdepot. Auf der Überführung habe ich nur Leichen gefunden. Rahim. Was heißt die Quest eigentlich mit Geschwister? Hast du irgendwas verpasst? Ist der Rahim der Bruder von der Jade? Ey, da befragst du mich. Keine Ahnung. Ja, kommt nur, ihr verfickten Hurensöhne! Wir sind alle mit ins Gras! Das reicht schon. Ich würde sagen, Schrotflinten, ne? Was? Wettkampf? Was für ein Wettkampf? Hab ich jetzt was? Okay. Aha. Alles klar. Hab ich's dir mal gezeigt, ne? Rahim! Crane, ich dachte, das wäre aus. Da habe ich sie scharf gemacht. Sie gehen in 5 Minuten hoch. Oh nein. Scheiße, du blutest.
Oh, eine Schnittwunde. Kinderkram. Schnell, leg die Sprengsätze. Wo? Beweg dich nicht, klar? Bin gleich wieder da. Ja, scheiße. Der hatte gerade gesagt, 5 Minuten. Es gibt hier im Endbahnhof nahe der westlichen Nein, Wand einen Eingang zu den Abwasserkanälen. Der führt dich direkt zum Nest. Wohin? Wo geht's raus? Ah, da in die Abwasserkanäle. Oh, fuck, Mann. Nein, da muss ich nicht hin, sicher, oder? Wo geht's weiter? Okay, bin wieder an der Oberfläche. Jetzt an der Oberfläche. Siehst du den großen Abzugskanal zu deiner Rechten? Da musst du durch. Ja, du musst an die Oberfläche. Sobald du im Gebäude bist, geh die Rampe hoch zum nächsten Stock. Du musst den Sprengsatz an einem der Stützpfeiler anbringen. Ja, wir müssen jetzt die Bude hier in die Luft sprengen. Fuck. Ich weiß nicht, wohin, Mann. Ja, ich eben auch nicht. Scheiße. Trick. Ist so eine verschlossene Tür. Da geht's nicht weiter. Ah, mir hat der Explodiersepp erwischt. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Da muss man irgendwo hochspringen, da wo ich bin. Wenn du mich siehst, dann lauf einfach. Wie bist denn du da? Lass mich zurück. Ich bin eine gottverdammte Last für dich. Gott, nerven. Ja, ich bin gleich am Arsch, Mann. Oh Mann, danke dir. Jetzt müssen wir hier hoch. Ja. Okay, erster Sprengsatz passiert. Gut, hör zu. Finde eine Treppe nach oben in den nächsten Stock. Treppe, wir müssen explodieren. Schau dich nach einem weiteren Pfeiler wie dem ersten um. Wir müssen irgendwie. Ja, scheiße, und Zeit läuft immer noch weiter. Ja, wir müssen noch einsetzen. Ach du Scheiße. Und da ist alles voll mit Zombies. Zombies, Zombies, Zombies. Alles klar gefunden. Erledigt? Großartig. Und jetzt raus. Was ist jetzt wieder mit dem Weg? Also müssen wir raus. 10 Sekunden. Das schaffen wir doch niemals. Oh nein, nein. Mann. Scheiße. Fuck. Es gibt hier im ja, aber jetzt wissen wir ungefähr wohin. Wand einen Eingang zu den Abwasserkanälen. Oh. Er führt dich direkt zum Nest. Okay, bin wieder an der Oberfläche. Siehst du den großen Abzugskanal zu deiner Rechten? Da musst du durch. Was, du bist schon dort? Bist, geh die Rampe hoch zum nächsten Stock. Was ist für Beschiss? Du musst den Sprengsatz an einem der Stützpfeiler anbringen. Ja, meine Damen und Herren, hier sehen Sie, wie in Wettkämpfen heutzutage betrogen wird. Okay, erster Sprengsatz platziert. Gut, hör zu. Finde eine Treppe nach oben in den nächsten Stock. Schau dich nach einem weiteren Pfeiler wie dem ersten um. Alles klar gefunden. Erledigt? Großartig.
Und jetzt raus da! Fuck! Da geht's nicht raus. Die Rats sind offen. Wo bist du? Ah ja. Ah ja. Ja, aber wo? Ich komm nicht raus. Hier musst du durch die Röhre. Ah. Rahim, es hat geklappt! Dein Plan hat funktioniert, Mann! Rahim! Hörst du mich? Mist! Ah, den glaube ich geht's nicht gut, hä? Dann schauen wir mal. Wie kommen wir denn jetzt zu dem hin? Da ist alles umzäunt. Ist hier in die Wasser. Ach da. Das ist bestimmt richtig geil, so durchs Abwasser zum Schwimmen. Ich warte nur drauf, dass mir der erste Kotbatzen entgegenschwimmt. der hat die Nussschokolade zum Essen. Richtig. Komm schon. Rahim! Ich bin's! Auftrag ausgeführt! Rahim! Du hättest das sehen sollen! Das ganze Gebäude ist eingestürzt! Oh nein! Oh Scheiße! Nein, nein, nein! Rahim, halt! Rahim! Ich bin's, Kumpel! Train! Oh Gott! Rahim, stopp! Oh Scheiße! Eine verdammte Bisswunde! Du verfluchter, dummer Junge! Oh Gott, Jade! Crane, hörst du mich? Was ist passiert? Bracken. Rahim. Rahim ist tot. Verflucht. Komm zurück und kein Wort zu Jade. Noch nicht. Okay, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja. Hat ihn erwischt. Ja, komm, die Quest geben wir noch ab und dann folgen wir hinterher. Wow. Bin jetzt wirklich überrascht, muss ich sagen. Rahim ist tot. Ich kann es einfach nicht fassen. Was soll ich jetzt tun? Schweigeminute. Ja. Ja, verdient hat er das nicht. Ungestümer Bengel. Ah. Ja, schade um den. Boah, fuck, fuck, fuck! Boah.
Jedes Mal renne ich dran vorbei. Hier gibt es immer was zu tun. Falls du Zeit hast, wirf mal hin. Bracken. Was ist passiert? Musste es tun. Es war zu spät, er mutierte. Ich hatte keine Wahl, ich schwör's. Mann, er war auch mein Freund. Der Beste, den ich je hatte. Ich weiß, ich weiß. Er hat mich oft genug zur Weißglut gebracht. Aber ich habe ihn geliebt wie einen Bruder. Wieder ein Freund tot. Wieder ein Bruder gefallen. Ich habe ihm vertraut. Ich habe ihm sogar den Sprengstoff anvertraut. Wenn ich ihn nicht dort gelassen hätte, wäre er vielleicht noch am Leben. Oh nein. Jade! Jade! Warte! Jade, verdammt! Lass sie. Gib ihr etwas Zeit. Zeit zu trauern. Sarah! Mist! Lauf hin! Die dürfen die nicht kriegen! Ja, was für ein Cliffhanger und was für eine tragische Folge. Das war's mit Dying Light, Folge 27. Wie immer danke ich dir, Swiss Trigger Happy, für die Folge, dass du mitgemacht hast. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Dying Light. Macht's gut.